So, zeig mir deine Waren. Zeig mal, was du hast. Ja, genau, zeig mal, was du hast. Achso. Ich würde dir gern was abkaufen, aber der brauch ich alles nicht. Gerade. So, dann sagen wir mal was zum Weingut. Meister Liam ist wohl kein so gewissenhafter Eigentümer. Er tut sein Bestes. Er kann nichts dafür, dass unser Weingut eine Plage nach der anderen Ja, überstehen muss. Entschuldigung. Plagen? Welcher Art? Naja, dieser riesenhafte, gelbe, menschenfressende Sonnentau zum Beispiel. Man kann keinen Fuß ins Grün setzen, ohne um sein Leben fürchten zu müssen. Jo, tschüss auch. Danke. Bis dann. Übles Kind. So. Dann können wir das jetzt wohl abschließen, nehme ich an. Plötzlich, ich bin hier. Augen auf. Wilfgardische Adlige. Gut gemacht. Danke. Meister Hexer, kommst du mit Neuigkeiten? Die Probleme sind behoben. Coronata und Vermentino können ihren normalen Betrieb wieder aufnehmen. Unter den Umständen ist es mir ein Vergnügen, bekannt geben zu können, dass das Belgard-Weingut offiziell an das neue Konsortium überschrieben wird, das ihr beide bilden werdet. Wirklich? Nicht zu fassen. Wir haben es geschafft. Ja, nichts zu danken. Danke, Hexe. Na, ich weiß nicht, du? Wie wir uns erkenntlich machen. Oh, ich hab eine sollen. Idee. Ihr könntet mit meinem Lohn anfangen. Ja, ehrbar verdient. Fürwahr. Hier. Ich will ja nicht auf euch pochen. Doch ihr werdet noch froh über die Hilfe eines Fachmanns sein. Eins nach dem anderen. Kommt mit. Es ist höchste Zeit, dass ihr Belgard seht. Ich weiß nicht, was ich von seinem Ton halten soll. Komm mit, Hexer. Vielleicht gibt es noch Arbeit für dich. Ja, gut. Also gut, gehen wir. Mein Wunsch, Belgard in fähige Hände zu übergeben, war nicht einfach so dahingesprochen. Seit dem Tod des Vorbesitzers, ich habe von Arbeitern gehört, die ich mysteriös versterben, von Monstern, die dort ihr Unwesen treiben. Bevor dort jemand einziehen kann, müssen erst diese Unannehmlichkeiten beseitigt werden. So wünscht es der Minister. Sieht nach Arbeit für mich aus. Wenn du so freundlich wärst, würden wir deine Hilfe gerne annehmen. Sicher kann ich helfen, aber ich arbeite nicht kostenlos. Gut, abgemacht. Ich habe mich ja eigentlich schon bereit erklärt. Oh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Dein Lohn soll ordentlich sein. Versprochen. Ich mach mich dran. So, dann kümmern wir uns um die nächsten Probleme. Ich werde hier noch zum richtigen Weinexperten. Und wer kümmert sich um mein Weingut? Ich habe auch ein Weingut. Das darf man ja nicht vergessen. Lauf, Blitze! Oh, Entschuldigung, war da jemand?
Nimm das, Drachenlord, hätte ich bald gesagt. Los, lauf! Was sind hier? Schweine! Ausgerechnet den Schweine. Das war gar keins der Probleme. Ja. Wenn wir die Wildschweine auch leben lassen können. Ja. Komm schon, Plätze. Alles klar, Plätze. Nimm einfach nicht die Brücke. Nimm einfach neben der Brücke. Also, Plätze. Ist ja auch viel cooler. Und so. Und plötzlich ist ja eine coole Socke, das wissen wir ja alle. Alter, was ist das? Plötzlich geht er weg! Plötzlich, nun geh doch mal weg! Also plötzlich, das war nicht in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hättest da weggehen müssen. Das, ja, ja.
Wie kann ich plötzlich jetzt nicht beruhigen? Doch, scheiße. Oh, da liegt aber noch was. Hä, ist hier noch was? Ein ganzer Loot! Ach, erst. Halleluja! Mehr. Ja, gut, keine Ahnung. Zack. Ein Ernst? Briefe, Briefe, Briefe. Ein bisschen viel langsam. Werter Herr, ich hoffe sehr, dass du dich bester Gesundheit erfreust, wenn du dieses Schreiben erhältst. Gemäß unserer vorausgegangenen Korrespondenz möchte ich gerne ein geologisches Gutachten bei dir in Auftrag geben, um herauszufinden, wo sich der geeigneteste Boden für die Erweiterung der Anbaufläche unseres Weinguts befindet. Ich gehe davon aus, dass du von meinem Boten den Vorschuss erhalten hast. Ich möchte dich noch darauf hinweisen, dass du den Gerüchten, die verschiedenste Bettler und Herumtreiber in den letzten Wochen in unserer Gemeinde verbreitet haben, keinen Glauben schenken solltest. Wir haben hier in unserem Gebiet keine Probleme mit Riesentausendfüßlern oder irgendwelchen Monstern, sodass du deine Arbeit unverzüglich ohne Furcht beginnen kannst. Ich wünsche dir viel Erfolg und warte mit Spannung auf die Ergebnisse. Graf Wladimir Crespi. Ja, kommt auch drauf, dass die Riesentausendfüßler, das ist völlig weit hergeholt. So, das noch mit. Dann haben wir hier noch einen kleinen Loot. So, zack, Schwert kann weg. Und auf zum letzten Problem. Und dann dürfte die Weingutgeschichte ja an und für sich erledigt sein. Oh, Plötze! Was machst du? Komm schon, komm näher. Hilfe!
Schade, ich hätte gedacht, dass er schon verbrennt. Ich danke dir. Ohne dich, tja, diese Banditen meinten es ernst. Ich könnte dir was schmieden, als Dank. Aber dazu muss ich erst in meine Schmiede nach Belgard zurück. Los, die Zeit drängt. Genau. So, dann dürfte das Weingut Belgard ja jetzt wieder existieren. Oder in Schuss sein, hoffe ich. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Möchtest du dir meine Waren ansehen? Zeig mir, was du hast. So, was hat er denn da Schönes? Oh, das reißt mich jetzt auch alles nicht vom Hocker und hat nicht mehr genug Kohle, um es abzukaufen hier. Oh, der Ritterkriegshammer sieht aber cool aus, behalten wir sowieso. Aber sonst soweit nichts, was mich da irgendwie anrocken würde. So, dann reparieren wir doch nochmal. Zack. Und wir reparieren auch den Ritterkriegshammer. So, dann interessiert mich nochmal, wie haben die Banditen gefangen? Was hast du im Karo-Bertha-Wald gemacht? Und wie haben dich die Banditen gefangen? Nach dem Tod des Grafen hatte ich kein Geld mehr für Rohmaterial. Keine Fassreifen, keine Werkzeuge. Also bin ich mit ein paar Tagelöhnern in den Wald gegangen. In diesen Elfenruinen gibt es jede Menge Sachen zu finden, wenn man tief genug gräbt. Die Leute sagen, dass es dort spukt. Aber ich habe keine Angst vor Elfengeistern. Ein rationaler Mann. Rational oder abergläubisch, das spielt keine Rolle. Ich habe nun mal keinen einzigen Geist gesehen. Nur diese Hanse. Gut, ich hatte wohl mehr Glück als Verstand, weil du gekommen bist und mich gerettet hast. Ja, Wiedersehen. Bis dann. So. Belgard erledigt, oder? Stinkig. Wieder zu den beiden zurück. Oh, gut, die sind aber hier. Ich habe mich auf Belgard um die Probleme gekümmert. Das Weingut müsste jetzt in brauchbarem Zustand sein. Wunderbar. Somit übertrage ich dir, Kraft meines Amtes, das Recht auf das Belgard-Weingut und vertraue darauf, dass du das Anwesen und seine Ressourcen gut nutzt. Vortrefflich. Ah, ich kann die reifen Trauben schon fast riechen. Das werden wir dir nicht vergessen. Hier, dein Lohn. Ja, können wir nochmal in die Kammer gehen? Aber das ist noch nicht alles. Komm uns bald besuchen. Oh. Wir haben eine Überraschung für dich. Bleib ich gleich hier. Mach ich. Bis dann. Warte 3 Tage. Ja, die 3 Tage warten wir jetzt eben so. Ich bin ja viel zu neugierig, was sie für eine Überraschung für mich haben. Tage eigentlich um sein, ne?
Oh, wir sind bald Stufe 100. Ich werde verrückt. Sehen. Da. Nö, Bäuerin. Hä? Ach, da hinten sind die mittlerweile. Auf ein Wort. Ein Ritter, liebe Kinder, ist eine seltsame Mischung aus Dirne und Gelehrtem. In allen Lagen souverän und ein Klugscheißer. Ah, Hexer, sei gegrüßt. Nett, dass du kommst. Mathilda und ich haben eine Überraschung für dich. Erstmal mal ganz beiläufig, nur nicht gierig wirken. Oh, ja. Wir haben begriffen, dass die Streiterei sinnlos ist. Es ist wirklich angenehm geworden. Und aufregend. Und romantisch. Hallo? Ich verstehe schon. Schön, dass es gut läuft bei euch. Was für eine Überraschung. Habt ihr mal wieder ein Monster im Schrank? Nein. Es ist viel schöner. Wir haben einen Wein gekeltert, von dem die besten Sommeliers meinen, er könnte Est-Est entthronen. Das haben wir dir zu verdanken. Deswegen, wenn du einverstanden bist... Wir möchten ihn nach dir benennen. Wie soll er heißen? Weißer Wolf natürlich. Warum nicht Weißer Wolf? Wild und charaktervoll. Das passt perfekt. Wenn du nichts dagegen hast, werden wir dir regelmäßig ein paar Flaschen schicken. Bringst du sie vorbei? Ich würde mich geehrt fühlen. Danke. Wir haben zu danken. Alles Gute, Hexer. Ich habe auch einen Weingut mit einem breiten Bett. Warum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe? Was soll man sagen?